Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Beim letzten Mal haben wir noch so ein paar Höhlen der Echsenmenschen angeguckt, haben ein paar Dracheneier eingesammelt und ja, haben außerdem die Klaue Belias an die Wassermagier übergeben, die sie jetzt versenken möchten. Ja, und jetzt machen wir uns einfach noch auf, die letzten Höhlen der Echsenmenschen zu finden, die Echsenmenschen zu töten und ihre Dracheneier zu entfernen. Hoffe, dass das alles noch klappt. Und die Musik, es ist gerade keine Musik, das gefällt mir nicht. Warum ist keine Musik? Und ja, sobald das geschafft ist, werden wir uns dann natürlich auch so langsam daran machen, unsere Crew zusammenzusuchen. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig gestimmt, wen ihr denn mithaben wollt. Inzwischen sollte das Video da schon lange oben sein. Ihr könnt noch so lange stimmen, bis wir mit der Sache mit den Echsenmenschen fertig sind, so viel verspreche ich. Danach wird die Crew ausgesucht und da ist ja schon wieder ein Goblin. Hatte ich die nicht gerade erst besiegt? So, wir hatten hier nämlich noch eine Höhle. Und zwar da drüben soll noch eine Höhle gewesen sein. Hier können wir uns dann noch schlafen legen. Ah, Musik. Das finde ich gut, dann können wir nämlich hier auch schlafen und die Zeit überdauern. Die Zeit überdauern. Alter, jetzt klettert da schon hoch. Snapper? Snapper. Ach, da. Ach, und Warane wieder. Boah. Kommt schon her, ihr blöden Viecher. So, das waren die. Da ist die Höhle, die ich suche. Auf der wir ja eigentlich auf der Suche waren. So, Waran Nummer 1, Waran Nummer 2 und Waran Nummer 3. Ja, hier sind Haufen Kräuter, die interessieren mich aber alle gar nicht. Oh, Goblins. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Echsenmenschen, muss ich sagen. Ich glaube, ich benutze gleich echt wieder die Armbrust für die Viecher, sind ja wirklich nervig. Ich loot jetzt auch einfach gar nicht mehr alle, ganz ehrlich. Es wäre so übertrieben, die alle jetzt noch zu looten. Da sind irgendwo noch mehr, oder? Da ist noch eine Steintafel, sammle ich gleich ein. Ich hole mir jetzt erstmal die Goblins hier noch. Alter, sind das viele. Da sie alle immer mindestens 5 Schaden machen, können die richtig nervig werden. Ey, ihr geht mir echt auf den Sack. Das ist doch aber auch die Höhle, die wir suchen, oder? Ja, das sieht nach der Höhle aus. So, Truhe knacken. Oder auch nicht. Die Truhen nehme ich natürlich noch mit. Das gehört sich so. So, und dann hoffe ich, dass hier wenigstens noch ein paar Echsenmenschen rumlaufen, damit der ganze Ausflug nicht umsonst war. Steintafel nehmen wir noch mit, die Lederbeutel, die da noch rumliegen. So, Steintafel. Sage mir, was ich bekomme. Lebensenergie, oh, es schadet nicht. Zack, zack. Zweit entfernt von der Seite, jawohl. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, rechts. So, jetzt aber. Zum Glück bricht der Dietrich ja einfach so gut wie gar nicht mehr ab, weil wir so übermäßig gut da drin sind. Ich höre schon Mindcrawler. Ist irgendwie blöd, weil ich glaube, Mindcrawler und Echsenmenschen mögen sich eigentlich nicht so. Deswegen wundere ich mich, dass ich jetzt Mindcrawler höre. Das heißt, hier sind keine Echsenmenschen. Kacke. Ich hätte jetzt eigentlich gerne Echsenmenschen gehabt, aber es sieht nicht so aus, als ob hier Echsenmenschen wären. Da habe ich noch eine Steintafel gesehen. Die nehme ich natürlich mit, die Tränke. Ich sammle jetzt wirklich nur noch das auf, was halbwegs sinnvoll ist. Was man vielleicht auch noch verkaufen kann. So, noch eine Steintafel. Bogenschütze, yay. Jetzt sind wir, glaube ich, auch mit dem Bogenschützen schon auf Schütze, oder? Nee, immer noch auf Anfänger. Bald können wir ja auch noch ein paar andere Sachen skillen. Alter, sind ja wirklich keinerlei Echsenmenschen. Finde ich ja blöd. Doofe Höhle. Jetzt gucken wir uns extra noch diese Höhle an und dann ist hier nichts. Mindcrawler Warrior. Ach, schade. Hätte jetzt mehr erwartet und mehr erhofft, muss ich sagen. Was liegen hier für Haufen Steinbröckel rum? Ist ja schrecklich. So, Schatulle. Ja, immerhin noch ein bisschen was fürs Geld. Das schadet ja auch nie, ne? Links, 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 rechts, rechts, links. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. So. Lederbeutel, ja,
Gold, Morgenstern, was soll's. Und wieder raus hier. Hat sich ja gar nicht gelohnt. Huch. Was geht mit dir? Ach, das scheint die Magie der Höhle zu sein. Ja gut, mein Gott, ne? Dann erwacht ihr jetzt halt zum Leben. Bis ihr zum Leben erwacht seid, seid ihr tot. Wollte ich euch nur mal sagen. Ihr seid nicht ganz so gefährlich. Die geben auch weniger Erfahrung als die anderen Steingolems, oder? Ich habe mich übrigens jetzt erkundigt. Nochmal, ich weiß es jetzt. Es gibt keine Mehrzahl von Golem. Das ist das Problem, warum ich immer vergesse, was die Mehrzahl ist. ja, es... Man kann sich aussuchen, wie man es nennt, ob nun Goli oder Golems, denke ich. Das ist vollkommen egal. So, wir legen uns schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Hier war irgendwo ein Bett, ne? Ja, da war so ein kleines Lager. Ach, jetzt haben wir hier natürlich auch noch Sachen zum Mitnehmen. Stängelsumpfkraut. Ach, ein Trank ist da auch noch. So, legen wir uns mal schlafen. Irgendwie haben wir noch gar nichts erreicht in dieser Folge. Kann das sein? Ich werde schon langsam wie ich, Bisak. So, dann zeig doch mal her. Wo ist denn dann die nächste Höhle? Gut, da müssen wir weiter einfach gehen in Richtung Schwarzer Troll. Und dann kommen noch zwei Höhlen. Und dann kriegen wir aber auch bald unsere Steintafel wenigstens wieder. Wisst ihr was, jetzt nehme ich trotzdem einen Geschwindigkeitstrank. Im Notfall lerne ich noch, wie ich die brauen kann, glaube ich. Ist vielleicht auch noch eine Idee, dass ich die paar Lernpunkte dann noch dafür ausgebe, um zu lernen, wie ich die Geschwindigkeitstränke braue. Lohnt sich jetzt eigentlich am Ende des Spiels auch nicht mehr, aber... Ich brauche ja doch noch ein paar, wie ich finde. Ich dachte, ich hätte mehr am Ende des Spiels. Aber wahrscheinlich habe ich mehr benutzt, als ich sonst so benutze. So, und dann können wir auch gleich nochmal beten. Hier ist ja irgendwo ein Innersschrein in der Nähe. Da lag ja damals ein toter Novize davor. Da, Innersschrein. Ach so, ist der vielleicht auch gestorben, stimmt. Der ist vielleicht gar nicht durch einen Suchenden gestorben, sondern der wollte am Innersschrein beten. Könnte natürlich auch sein, so habe ich das noch gar nie gesehen. So, und weiter geht's. Viel läuft hier jetzt auch nicht mehr rum. Auf geht's, Leute, auf geht's. Ist schon relativ einfach jetzt gerade das Spiel, muss ich sagen. Also die Echsenmenschen sind manchmal wirklich noch nervig, das stimmt, aber ansonsten... Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange mit dieser Quest noch rumhängen würde, aber es gibt immer noch so Nebensachen, die man dann noch tun muss und kann und will und... Ja. Echt schlimm, ne? So, schauen wir mal da vorne, in welche Richtung wir am besten gehen. Links oder rechts? Wir wissen ja, hier geht's in beide Richtungen. Ich glaube, wir müssen eh in beide, ne? Ja, wir gehen links lang, nehmen als erstes uns die Höhle vor und gehen dann nochmal zu der anderen Höhle. Dann glaube ich, habe ich die Scavenger schon mitgenommen? Nö. Sorry. Als ob ihr noch eine Chance hättet. So, da ist die Höhle. Die hatten wir ja schon mal gesehen damals. Hatte ich noch überlegt, ob ich sie untersuchen soll, aber mein Gott, ne? Bleibt da jetzt nichts anderes übrig. Okay. Ach du Scheiße, die ist ja riesig. Okay, welchen Weg nehmen wir? Nehmen wir als erstes den. Kommen wir da irgendwie rein? Ich glaube nicht, ne? Ich höre dahinter Goblins. Wieder keine Echsenmenschen. Was ist denn hier los? Wisst ihr was? Ich nehme es jetzt wirklich so. Ist mir sonst zu blöd. Hey, sogar getroffen auf die Entfernung. Gibt's ja nicht. Hey, und wieder eine Steintafel. Davon finden wir jetzt am Ende des Spiels ja doch noch eine ganze Menge, wie ich finde. Hätte ich gar nicht erwartet. Steintafel. Armbrustschütze, jawoll. Jetzt finden wir die Armbrusttafeln so langsam. So, die Truhen nehme ich natürlich noch aus. Hier scheinen auch keine Echsenmenschen zu sein. Ja, super. Wieder eine Höhle, die sich überhaupt nicht gelohnt hat. Ah, immerhin ein bisschen Gold. Und eine Armbrusttafel. Das ist nicht zu verachten, aber gut, es gibt ja noch einen Gang. Ich bezweifle jetzt zwar, dass da Echsenmenschen sein werden, aber... Schau mal einfach mal. Nee, habe ich mir fast gedacht. Fleischwanzen kümmere ich mich jetzt auch nicht erst. Links, 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 rechts, rechts, links, rechts. So, ich gucke dann nur noch mal in diesen einen Gang, der da versiegelt war, ob ich da irgendwo Echsenmenschen zu Gesicht bekomme. Und dann über könnte man ja vielleicht rein, aber ich glaube, der ist einfach verschüttet. Sieht nicht so aus, als käme man da rein. Da gibt es auch, glaube ich, nirgends einen Schalter für. Ach, also wieder eine Höhle, die keine Echsenmenschen beherbergt. Also langsam geht's mal auf den Sack, muss ich sagen, ne?
Diese ganzen Höhlen, die keinerlei Echsenmenschen beherbergen. Wir haben bisher noch fast keine Dracheneier gefunden auf unserem Weg. Und ich meine, ich bin jetzt seit 10 Minuten am Untersuchen von irgendwelchen Höhlen und finde einfach keine von diesen Dracheneiern. So, und jetzt kommt auch endlich der Punkt, den alle möglichen Leute erwartet haben. Huch. Der schwarze Troll ist tot. Ach so, ja. Achtung. Hätte nicht gedacht, dass man die überhaupt töten kann. Ja, ich kann's halt. Das werde ich mir merken. Ich kann's halt. So, und zwar hier beim schwarzen Troll habe ich natürlich die eine Steintafel vergessen. Und zwar, man sieht sie sogar im Video, falls ihr es euch nochmal angucken wollt. Und zwar hier rechts, da liegt sie. Steintafel. Yay. Steintafel des Zweierkampfes plus 4 und damit sind wir jetzt auch wirklich bei den 100%. Das heißt, wir machen keine kritischen Treffer mehr, alles sind einfach normale Treffer. Also alle Treffer sind einfach kritisch und machen unglaublich viel Schaden. So, jetzt müsste hier, glaube ich, noch irgendwo die Höhle sein, ne? Jop, einfach gerade durch. Soll irgendwo noch eine Höhle sein. Vielleicht sind da ja wenigstens ein paar Echsenmenschen. Da vorne, ich sehe schon den Eingang. Da sind aber auch welche. Na also, es geht doch. Wenigstens in der Höhle. Ich hoffe, wir finden auch alle Dracheneier, ey. Ein Einzelner? Ne, das ist ja putzig. Ach, jetzt habe ich mich sogar treffen lassen. Na gut. Hätte nicht sein müssen, aber ich wollte die Kombi jetzt durchziehen. Schade, dass man keine neue Kombi macht. Ach Mist, der Trank ist schon wieder alle, ey. Wie die 5 Minuten immer so schnell vorbeigehen. So, Echsenmensch, komm her. Habt ihr euch eine versteckte Höhle gesucht? Das waren 2, oder? Ja. So. Das wart ihr. Und dann den noch aufheben und weiter geht's. Schauen wir doch mal in die Höhle. Wenn sie so versteckt ist, da ist dann hoffentlich auch gut was mit Dracheneiern drin. Ich höre sie schon. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Ach, wahrscheinlich kämpfen die wieder gegen irgendwelche Viecher, die da drin sind, oder? Würde mich zumindest nicht wundern. Oh nein, sie wollen mich. So, das wart ihr. Da ist nichts zu. Okay, sie kamen von rechts. Das heißt, ich gucke natürlich auch als erstes nach rechts. Ich glaube, da kommt schon wieder einer, oder? Ich höre sie auf jeden Fall. Als ob ihr jetzt noch eine Chance gegen mich hättet. Jetzt sind die 100% komplett. Oh lala, was haben wir denn hier? Ja, irgendwo sind hier noch Haufen Echsenmenschen. Sind hier irgendwelche Dracheneier? Ich glaube, die Truhe können wir nicht öffnen, ne? Ohne den richtigen. Ja, genau. Es ist. Ja, diese Stelle ist eine ganz besondere eigentlich sogar im Spiel. Allerdings nicht für uns. Sondern nur, wenn man den Weg des Novizen wählt. So viel kann ich ja verraten. Spielt das Spiel selbst, dann wisst ihr genau, welche Stelle. So, dann gucken wir mal hier rechts. Also links eigentlich. Im linken Weg. Oh, hier sieht's schon. Ach du Heilige! Das war jetzt überraschend. Da kommt schon wieder einer, ey. Okay, das war sehr überraschend. Muss ich ja mal gestehen. Dass da jetzt so viele um die Ecke standen, hätte ich nicht gedacht. Nicht schlecht. Aber ich habe sie gut umgehauen, muss ich sagen. Also dafür, dass es 5 auf einmal waren, lief das echt gut. So, aber hier muss doch dann bitte irgendein verdammtes Ei sein, oder? Ach, die haben tatsächlich die Mindcrawler getötet, okay. Daher hat der eine wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ach, ich will nicht den Dunkelpilz, ich will die Tränke. So ein bisschen Schaden bekommen. Hier war scheinbar auch mal ein Mindcrawler-Nest. Da sind zumindest Eier. Noch mehr. Ach, du heilige Scheiße. Nochmal 4. Hier sind aber viele drin. Ja, die haben tatsächlich ein bisschen Schaden von den Minecrawlern bekommen. Und ihr habt keinen Bock? Verdammt, verkackt. So. Jetzt läuft's gerade richtig gut. Gegen diese Menschen.
Gegen diese mächtigen Echsen und mächtigen Menschen. So, ah, da ist auf jeden Fall ein Ei, wenigstens etwas. War auch nur eins, oder? Aber noch eine Steintafel. Ist ja noch ein Ei irgendwo? Alter, wie viele Eier haben wir denn jetzt eigentlich schon? Wo sind die denn? 6 Stück erst. Ach, na gut. Wir werden schon noch irgendwie welche werden. Lebensenergie, jawohl. So, nächste Höhle. Ich glaube, ich mache die Folge jetzt einfach auch ein bisschen länger. So, wir gehen ja einfach weiter in Richtung des ehemaligen Sonnenkreises und gucken da nach einer weiteren Höhle. Und schauen mal, ob wir da was finden. Grobes Schwert, ach komm, lass ich jetzt liegen. Wie gesagt, ich loote jetzt nicht mehr alles. Es gibt ja Leute, die müssen wirklich dann auf Stur alles mitnehmen. Aber ich sag jetzt einfach, mein Gott, ne, wegen den paar Sachen wird ich jetzt keiner groß Gedanken machen hier. So, hier sind wir fertig. Dann können wir wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Die haben aber gut das Ei bewacht. Das waren jetzt wie viele Echsenmenschen auf einmal? 9 Echsenmenschen, die das Ei bewacht haben, plus die 2, die aus dem anderen Gang kamen. Das war nicht schlecht. Muss ich ja mal so anmerken an der Stelle, ne? Und weiter geht's. Ach ja. Wie gesagt, ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Wird ja die meisten auch nicht schaden, aber ich will jetzt auch so langsam mal so ein bisschen hier vorankommen. Oder ich mache die Folge nicht länger, mach mal noch eine zweite draus. Und wenn die dann immer noch nicht werden sollte, dann machen wir sie länger. So, hier müsste irgendwo die andere Höhle sein, oder? Na komm schon, öffne. Rechts. Schauen wir mal, hoffentlich sind da ein paar Echsenmenschen. Sind auf jeden Fall Mole Rats. Dass wir die überhaupt noch begegnen. Ja, das sieht aus wie Skelette und nicht wie... Naja, gut. Also wenn hier irgendwas los wäre, dann hätte ich jetzt schon längst was gehört. Wenn hier Echsenmenschen wären... Alter, der hat eine Axt voll durchbekommen. Dann hätte ich, glaube ich, schon längst was gehört. Hey, der eine hat einen Teller noch für uns. Aber was soll's. Gucken wir uns die Höhle einfach noch an. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Ich meine, wir wollen alles untersuchen und möglichst jedes Drachenei. Da müssen wir auch den kleinsten Hinweisen auch nur nachgehen. So, den Teller nehme ich noch mit. Ach, den Rest. Den Kelch nehme ich auch noch mit. Huch. Ach, noch ein Skelett. Aber ich nehme jetzt wirklich nicht mehr alles mit. Das ist jetzt einfach nur noch Überfüllung des Inventars, das sowieso schon unglaublich voll ist. So, was haben wir da? Huch, was seid ihr denn? Ein Schattenkrieger. Der scheint noch ein bisschen stärker zu sein als die normalen Skelette. Und der trägt eine Paladin-Rüstung. Also scheint das ein untoter Paladin irgendwie zu sein. Ich wollte eigentlich gucken, ob der was dabei hat. Ja, aber auch nur ein Knochen. So, ist da noch jemand? Ach, Tatsache, noch einer von der Sorte. Und komm schon her. Du hast doch keine Chance gegen mich. Sag ich doch. So. Oh, hier scheinen ein paar Paladine wahrscheinlich beerdigt worden zu sein oder zu Grabe getragen worden. Oh, und da haben wir nämlich... Das ist auch eine Sache. Jetzt habe ich es doch gezeigt. Ich hatte erst überlegt, ob ich es überhaupt zeigen soll. Da haben wir nämlich eine richtig mächtige Waffe, die man einfach so im Spiel finden kann, nämlich die Drachenschneide. Und ich finde das wirklich gut gemacht, wie das hier auch in diesem Licht und so alles, wie sie hier so schwebt. Also die ist wirklich gut platziert. Ja, nehmen wir sie mit. Ach komm, wenn wir schon mal hier sind. Das ist eine besondere Waffe, die nehmen wir mit. Die können wir, die werden wir natürlich zwar nicht benutzen, weil wir brauchen ja das Schwert, das extra für uns angefertigt wurde. Aber man kann sie ja trotzdem mal zeigen. Die Drachenschneide mit 190 Schaden. Ja, aber ich finde, unser Schwert sieht erstens geiler aus, ist zweitens ein bisschen länger, gibt drittens noch einen 10%igen Zweihandbonus und ist viertens die Waffe, die extra für uns angefertigt wurde, von daher lasse ich die. Ist eine schöne Waffe, die Drachenschneider, aber braucht man nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Machen wir uns also weiter, so. Nächste Höhle. Jetzt habe ich das Geheimnis doch noch gezeigt, das ich eigentlich immer umgangen habe, aber ich wusste nicht, ob in der Höhle halt noch
Echsenmenschen jetzt sind oder nicht, von daher mussten wir es uns einfach mal angucken. Irgendwo hier muss noch eine Höhle sein. Ich glaube, ich weiß auch, wo die ist ungefähr. So, hier scheint nichts Neues gekommen zu sein. Der Sonnenkreis ist endlich wieder gereinigt. Und die eine Höhle machen wir in der Folge jetzt einfach noch. Jetzt muss ich bloß den Weg dahin finden. Wo ist es? Ich glaube, hier links irgendwo, kann das sein? Ist doch da, da, ganz links. Ich bin viel zu weit schon. Da ist nämlich noch ein kleiner Weg, den wir nie gegangen sind, weil es auch unnötig gewesen wäre. Aber jetzt müssen wir ihn halt gehen, um zur nächsten Höhle zu gelangen. So, mal gucken. Die Höhle müsste ja irgendwo in der Nähe schon sein, oder? Na komm, mach auf die Karte. Jupp, jetzt ziemlich genau rechts. Wahrscheinlich hinter dem Baum dann. Ja, da ist sie auch schon. Gut, übernehmen wir noch schnell die Höhle. Und dann sehen wir weiter. Es sind schon wieder Minecrawler drin. Heißt das, hier sind wieder keine Echsenmenschen? Und Skelette. Ach, sieht schon wieder so aus, als wären hier keine Echsenmenschen. Langsam geht mir es auf den Sack, muss ich sagen. Wir erkunden hier Haufen Höhlen und finden aber einfach keine von diesen blöden Echsenmenschen mit ihren scheiß Dracheneiern. Die Höhle ist auch wieder so riesig. Okay, ach da oben, doch, da sind tatsächlich Echsenmenschen, jawohl, kommt her, kommt her. Dann bewacht ihr doch sicher auch ein Drachenei, verdammt, drei Typen. Auf so einem kleinen Raum, was macht ihr da die ganze Zeit? Ich krieg's jetzt auch langsam, Alter, ich will zurückweichen. Ich krieg's jetzt auch langsam so hin, dass ich so schnell zwei Schläge hintereinander hinkriege. Ich meine, wir sind jetzt auch Meister der Waffe. Dass die Echsenmenschen den zweiten Schlag gar nicht mehr geblockt kriegen, das war ja früher immer der Fall. Da haben sie den zweiten Schlag immer schnell noch geblockt gekriegt, aber das schaffen sie jetzt nicht mehr. Links, rechts, 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 links. Gut. Ich habe einmal aus Versehen rechts gedrückt, obwohl ich links wollte, aber es hat gestimmt. So, dann wird da oben doch hoffentlich ein Drachenei sein. Jawohl, ein weiteres Drachenei. Na also. Und weiter geht's. Die anderen, die Höhle hat ja noch ein bisschen mehr zu bieten, als bloß diesen einen Gang. Gut, obwohl es weniger eine Höhle ist, wie ich finde, als mehr ein ehemaliger Minenschacht. Ah gut, das sind ja auch nur Höhlen. So, hier auf der Seite war noch mal, konnten wir noch hin. Wo wir den Minecrawler getötet haben, aber da sind nur noch Ratten. Schade. Hätte ja sein können, ne? Links, rechts, rechts. Links, rechts, 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 links. Auch die gleiche Kombination nochmal. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, wie wir dann hoffentlich die letzten Höhlen erkunden und die letzten Echsenmenschen töten und ihre Dracheneier abnehmen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin. Ciao.